Experiment war für einen Theoretiker. Heute Abend, hier und jetzt, eigentlich den Brockmann gewinnen sollte. Applaudiert bitte jetzt! Wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich super. Vielen, vielen Dank. Das hat mir richtig gut getan. Alles klar. In der Pause hat er gesagt, dass er später noch 25 Probanden sucht. Und er glaubt, dass nach den Gesprächen, die er in der Pause auf der Toilette belauscht hat, hier der richtige Ausgangspunkt wäre, um Probanden für die Drogengeld im Görlitzer Parkstudio zu finden. Könnt ihr euch nachher melden? Er macht es dann. So kriegen wir das auf die Reihe. Olga, ich würde sagen, wir fangen an. Ist das Messgerät eingenordet? Funktioniert alles? This is German audience. So, ich habe noch gar nichts dazu gesagt, aber ihr seid sehr lieb. Okay, gehst du einen Schritt nach vorne? So, wundervoll. Wenn ihr also der Meinung seid, dass Olga, die zu Scooter raved, gelbe und schwarze Hemden zum Fußball trägt, schon zu oft dieselbe endliche, effiziente Geschichte gehört hat, die immer dieselben endlichen Beziehungsprobleme behandeln, wer schläft wo mit wem, heute Abend hier gewinnen soll, applaudiert bitte jetzt! Solltet ihr hingegen der Meinung sein, dass Robert, der nachts auf der Weide Kühe nicht etwa umwirft, wie man das auf dem Land tut, sondern ihre Fürze anzündet, danach Einzelstoßbedingungen definiert, nein, nicht an der Kuh, sich im Café beim Date in ganz dünner, vakuumierter Luft bewegt, aber alle Nebenbuhler vorher reaktant ausgeschaltet hat, heute hier gewinnen soll, applaudiert bitte jetzt! Das mit dem Buhl ist angekommen. David, bei den White. Solltet ihr also der Meinung sein, dass David, der eine hübschere Krawatte trägt als der Moderator, nicht mehr selbst arbeitet, seit er Doktor ist? No, not in English, it's my show in Germany. Der lernt, David, please come over for gay sex, und dessen Fossilien etwa so alt und so tot sind, wie Wetten, dass heute Abend hier gewinnen soll, applaudiert bitte jetzt! So hot in here. Julia, bitte? Solltet ihr der Meinung sein, dass Julia, deren Sprachtext die Bühne überziehen, sie in Flammen setzt, wie die Kunst die Wände Athens, der Wiege unserer Demokratie, und dann feststellt, dass man in Athen nicht malt, um den Leuten den Arbeitsweg zu versüßen, was bei der dortigen Arbeitslosigkeit unmöglich ist, sondern um das Politische in den Alltag zurückzuholen, heute hier gewinnen soll, applaudiert bitte jetzt! Ich muss dann die Seite wechseln, weil das ist andere. Solltet ihr also finden?
finden, dass Gerrit, der meint, dass 10 Stunden Arbeit pro Woche echt genug sind. Der identifiziert hat, Krise ist, wenn der Bäcker klingelt, um die blöde Bäckerei zu verändern. Anderer Konsum ist immer noch Konsum. Und wenn die Folie nicht funktioniert, auf die Süddeutschen schimpft, heute Abend hier gewinnen soll, applaudiert bitte jetzt! Als Arbeitsunfall. Da lacht da der Chef. Vergiss es. Warte nur ab. Du solltest doch das bis morgen fertig machen. Wie bitte? Wirst du jetzt 2 Wochen hören. Gut. Nona, wir sind bei dir. Nona, ganz toller Name. Die 9. Stunde, oder wie? Ja, nicht schlecht. Das war eine Zeit. 9. Kind. 9. Kind? Nein. Haben die Eltern noch andere Hobbys? Okay. Alles klar. Das kommt aus einer Zeit, in der es keine Armbanduhren gab, sondern in der man die Zeit in Nachtwachen unterteilt hat. Da rief dann immer eine, aber egal, Bildungsscheiß. So, wenn ihr der Meinung seid, dass Nona die leuchtenden Herzens um die Laternen tanzt, Lili Marleen heißt das Lied. Weil es Konflikte gibt und sich dann freut, man könnte ja mal 100 Jahre nach der Elektrifizierung das auch in Berlin einführen, der Gasopolis und die zum LED-Gemetzel aufruft mit dem neuesten Wahlspruch, bi Glühstrumpf, bi ausgebrannt, bi Berlin. Heute Abend hier gewinnen soll, applaudiert, bitte, jetzt! Schlecht für ein technisches Thema. Moment. Wenn ihr gerade so schön beim Klatschen seid, das Wichtigste bei so einer Show ist immer die Arbeit, die im Hintergrund getan wird. Also mich holen sie morgens irgendwo aus der Gosse und sagen, komm hier, hast deine Zettel, das ist das Programm, moderier mal. Die Arbeit machen aber meistens andere. Das SO 36-Team zum Beispiel, da möchte ich mal einen ganz kräftigen Applaus. Die haben die Runde sowas an. Team, wir haben da vorne alles im Griff und geben mir Sicherheit. Das ist das Tollste, was man machen kann. Mir Sicherheit vermitteln, das macht ihr richtig geil. Michael, Wolfgang, Jan, Naila und Miriam, kräftigen Applaus für euch. Wie alle Guido Westerwelle-Fans wissen, was macht er eigentlich mittlerweile, gibt es auf jedem Schiff, das dampft und segelt, einen, der die Sache regelt. Und das ist der Chef Gregor Bühning. Steh auf, lass dir applaudieren. Poli Kult! So, haben wir ein Ergebnis? Haben wir mehrere Zahlen, Leute? Oh, ist das knapp oder ist das eindeutig? Eindeutig. Alles klar. Da kommst du mit hoch? Okay. Was würdest du machen, wenn du jetzt hier gewinnen würdest? Ich muss pinkeln. Das ist dir umgenommen. Was würdest du machen? Ich denke darüber nach. Das ist vernünftig. Der 33. Schnapszahl-Slam, wo es echt Leute geschafft haben, sich einen Mexikaner zu ergaunern. Ihr seid echt der Hit. Dieser Sieg heute Abend und die 2 Slam-Boxhandschuhe gehen ganz klar ans WZB, an Nona Schulte-Römer!
Für dich gibt es eine Montana Camp. Den Sekt gibst du mal an den Engländer, der hat es nötiger. So. Ach, meine, wundervoll. Mach da, trinkst du. So machen wir es. Okay, wir machen jetzt ein Aftershow-Bier vorne in der Garderobe. Wie ihr merkt, wir haben so einen Durst, wir schaffen es schon immer ins Jenseits. Wir bleiben jetzt einfach im Esso und saufen denen die Theke leer mit den restlichen Mexikanern. Wer noch hier Bälle sammelt, der Deal gilt bis um 11, würde ich sagen. Ist das okay? Deal gilt bis um 11. Wunderbar. Der nächste Slam ist in Adlershof am 24. April. Da gibt es Freibier und Freigrillen. Die Adlershofer wollen tief in die Tasche langen. Die rocken ganz schön da unten in den Kampus. Und natürlich wieder hier am 5. Mai. Am 5. Mai haben wir hier den 34. Slam. Die Quersumme ist 7, trotzdem gibt es nur 6 Slammer. Da musste ich kurz nachdenken.